Ich bin heute hier, weil ich mit Ihnen über die GAP sprechen möchte, gemeinsame Agrarpolitik, wo ja Änderungen vorgeschlagen wurden von der EU-Kommission, die nach meiner Sicht und nach Sicht von einem Umweltverbund doch schon mal einen Schritt in die richtige Richtung sind und durch Vorschläge, die bei der EU-Agrarausschuss gemacht wurden, ja doch leicht verwässert wurden. Leicht verwässert wurden, ist sehr diplomatisch ausgedrückt. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden damit gewesen, mit der Stellungnahme, die wir im Umweltausschuss abgegeben haben für den Agrarausschuss. Man hat dann unsere Stellungnahme, die, glaube ich, viele gute Komponenten drin hatte, die ökologischen Vorrangflächen und so weiter, was Fruchtfolge angeht, nicht Diversifizierung, sondern nicht eine Fruchtfolge. Ich bin selbst auf einem Bauernhof aufgewachsen und ich sage mal, das war das Erste, was ich gelernt habe von meinem Großvater. Und dass das alles in Bausch und Bogen abgeschmettert worden ist, muss ich sagen, macht mich schon zornig. Und wir sammeln gerade zur Stunde Unterschriften, weil 40 Kollegen können Unterschriften oder 40 Kollegen bedarf es, um Abänderungsanträge ins Plenum einzureichen. Und das machen wir, um das, was wir im Umweltausschuss erzielt haben, wieder einzureichen. Weil eins ist vollkommen klar, wer öffentliches Geld haben will, der muss auch gewisse Kriterien erfüllen, und zwar Nachhaltigkeitskriterien in allen Belangen. Für die Umwelt, im sozialen Bereich, dass wenn so viel Geld, 40% des EU-Haushaltes, in diesen Sektor fließt, wo 1% der Bevölkerung beheimatet ist, 1% der Bevölkerung sind Landwirte oder ein bisschen mehr, dann muss damit auch verbunden sein, dass Jobs geschaffen werden. Und dass vernünftig mit den Ressourcen gewirtschaftet und gehaushaltet wird. Sonst kann ich das meinen Wählerinnen und Wählern nicht verkaufen. Und ich komme aus dem Agrarland Nummer 1, ich komme aus Niedersachsen, aber es ist nicht zu verkaufen. Möchte ich vielleicht noch kurz auf das Thema Massentierhaltung zu sprechen kommen. Diese zunehmende Massentierhaltung, gerade auch in Niedersachsen, ist ja zunehmend ein Problem für Umwelt und auch die Tierhaltung ist ja meiner Meinung nach sehr in Frage zu stellen. Wie sehen Sie das? Wüssten Sie da Mittel, wie man das abändern könnte? Ja, ganz einfach. Wir müssen nur das Baugesetzbuch ändern. Auf Bundesebene. Die Privilegierung rausnehmen und dass alle Kommunen entscheiden können, was sie machen wollen. So, das ist ein Höchstmaß an Demokratie, wo auch die Bürgerinnen und Bürger Einwände gegen solche Projekte erheben können. Aber dass ein Stall, ein Massentierstall oder generell Stallanlagen ein ganz normales Bauverfahren, Genehmigungsverfahren durchlaufen und dass die Kommune auch die Möglichkeit hat, sag mal, zu steuern, wo was passieren soll. Könnten Sie sich vorstellen, die Direktzahlung auch an artgerechtere Tierhaltung zu binden? Ja, und klar. Eventuell an einheimische Futtermittel? Kann ich mir alles gut vorstellen. Das würden Sie also befürworten? Ja, aber Marx ist die Theorie und Murks ist dann die Praxis. Insofern ich weiß, was machbar ist, pragmatisches Handeln zu sittlichen Zwecken ist angesagt.